Und herzlich willkommen bei Freakish. Heute grüßen wir mal direkt von der Motor Village Zürich aus zur Man's World Premiere und ich habe schon eine Vorahnung, was uns dort erwarten könnte. Wahrscheinlich ein paar leicht bekleidete Frauen, die an der Stange tanzen, viel Bier, gutes Essen und coole Autos. Und ich glaube, da gehöre ich gut dazu mit meinem hier, 500 PS, da kann man nichts sagen. Also, los geht's. Anzüge, Tattoos, ein Erlebnis maßgeschneidert auf den Mann hier an der Man's World Premiere. Und wir liefern euch jetzt die besten Eindrücke. Baggerfahren, Wein, Zigarren, Uhren, Fleisch, alles was Männer begeistert. In Zürich fand die erste Männermesse ihrer Art mit über 70 spannenden Brands statt. Man's World bot Attraktionen, die jedes Männerherz höher schlagen lassen. Ja, hier drinnen wird es schwierig, die Musik zu genießen. Dafür könnt ihr das zu Hause machen, jetzt bei unserem Soundcheck von dieser Woche. Zoo featuring Skrillex featuring They, Working For It. Gleich drei international erfolgreiche DJs produzierten zusammen den Track Working For It. Egal ob bei einer Party, beim Sport oder einfach so zwischendurch. Ein gelungenes Werk. Erwartungen hier? Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ich finde es super cool, super gelungen. Super coole, viele kleine Marken, ein super Gin hier aus Zürich. Ich bin beeindruckt. Sehr gleich, Sie werden verwöhnt. Wie ist das? Fühlt sich gut an. Kriegt man nicht jeden Tag? Nein, kriegt man nicht jeden Tag. So eine professionelle Schuhpflege. Und hier hat es so Pokerkarten an den Schuhen. Für was ist das? Das ist, um die Socken vor dem Verschmutzen zu schützen während dem ganzen Schuhshining. Ich vertreibe meine Zeit hier am Flipperkasten und was ihr machen könnt, ist ausgehen. Und deshalb gehen wir jetzt zu unserem Party-Tipps Presenter bei usgang.ch. Willy Monfray, der Mann mit den stahlblauen Augen, kehrt am Freitag, 4. März, an die Turntables des Alice Chu zurück. Zusammen mit DJ Rocket beschert uns der Schönling eine lebendige Freitagnacht.
Rick Janist, der sich einen Namen als Zombieboy machte, ist wohl jedem bekannt. Durch seinen komplett tätowierten Körper erarbeitet er sich den Status als gefragtestes Tattoo-Model und gibt nun im Video auch sein Set zum Besten. Das Tüdifest ist das größte Stadtfest von Zürich, das alle drei Jahre am 1. Juli-Wochenende stattfindet. Bald ist es wieder soweit und die Stadt verwandelt sich in eine Partyoase. Vom 1. bis 3. Juli könnt ihr mit Zürich mitfeiern. Das Tomorrowland in Belgien darf man sich nicht entgehen lassen. Beim letzten Mal waren die Tickets nach wenigen Stunden ausverkauft. Informiert euch unter tomorrowland.com und seid dabei. Die Auswahl der Aussteller auch für Frauen sehr ansprechend ist. Ich arbeite ja selber persönlich für die Movember Foundation, eine Männergesundheitscharity, und deshalb liegt mir ja besonders am Herzen, dass es auch unseren Männern gut geht. Und wenn es dann solche Events gibt, wo man sieht, dass sich auch unsere Männer mal mit Dingen beschäftigen, die sie vielleicht so im Alltag nicht tun können, wie zum Beispiel Bagger fahren, dann bin ich auch selber ganz froh, wenn ich sehe, dass die Männer sich gut amüsieren. Und wie gesagt, für Frauen sind ja Motorräder und Karrierebahnfahren ganz genauso amüsant wie für Männer, würde ich sagen. The Man's World, und hier beweise ich jetzt meinen Mut. Das nennt man Power. Born to be wild. Und was auch wild zu und her gibt, ist bei unserem Kinotipp. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Kinotipp. Hier geht es um zwei Brüder, die adoptiert werden und unterschiedlich aufwachsen. Der eine führt ein gemütliches Leben mit seiner Freundin und der andere ein aufregendes Leben als Top-Spion. Die Drecksarbeit bei Geheimoperationen machen wir. Sichtkontakt zum Ziel. Hab dich! Wer zum Teufel bist du? Dein Bruder! Ich suche dich seit 28 Jahren und jetzt habe ich dich gefunden. Oh mein Gott. Wie wär's mit einem Kuss? Nicht auf den Mund, ich bin nicht aus London. Aber ein wahrer Bro vergisst seinen Bruder nie. So macht sich Nobi auf die Suche nach seinem Spionenbruder Sebastian. Der steckt gerade in der Klemme, denn er hat einen finsteren Plan aufgedeckt. Doch gerät im Verdacht, da selbst darin verwickelt zu sein. So ist er auf der Flucht vor dem Guten und vor dem Bösen. Und jetzt bin ich hier in London mit meinem lang vermissten Bruder. Keine Angst, sind kugelsicher. Nicht! Unsere Scheiben sind kugelsicher! Fenster hoch! Du hast die Mission vereitelt. Ich muss verschwinden. Ich habe das perfekte Versteck für dich. Obwohl sich das Ganze wie ein Action-Thriller anhört, gibt es hier mehr zu lachen. Aber die Spannung ist trotzdem sehr groß. Und wie das Ganze genau ausgeht, das verraten wir euch natürlich nicht. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haltet diese Idioten. Auch zahlreiche Frauen ließen sich den Event nicht entgehen und tauchten in die Männerwelt ein. Die Men's World zieht bestimmt auch Frauen an und die wollen wir jetzt gleich mal suchen. Hier habe ich auch schon zwei hübsche Frauen gefunden. Was waren eure Erwartungen, als ihr zum ersten Mal gehört habt, es gibt einen Anlass, Men's World, was gibt es hier zu sehen? Eigentlich nicht so viele Erwartungen. Wir haben die Tickets durch meinen Freund bekommen. Wir haben gesagt, spannend. War dann kurz auf der Website und gesehen, das sieht super stylisch aus. Sind jetzt beide positiv überrascht, auch wie stylisch das ist. Sehr viel, sehr wertig, sehr, auch für eine Frau finde ich durchaus sehr, sehr schön zu besuchen.
Also es wäre vielleicht auch eine Idee, eine Women's World Premiere zu machen. Das war unser erster Gedanke, den wir gehabt haben. Women's World wäre total angesagt. Also ich glaube, da wären auch die Männer dabei. Fühlt man sich als Frau hier jetzt fehl am Platz? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich fühle mich auch als Frau angesprochen von den Produkten, von den Marken. Ist cool. Was war deine Erwartung, als du von diesem Anlass gehört hast? Was dachtest du, was gibt es jetzt Spezielles an der Men's World? Also ich habe schon erwartet, dass es eigentlich nur Männerprodukte gibt. Vor allem halt, ja, so die typischen Sachen, was gerade Mode ist. Irgendwie Bärte, Zigarren, Alkohol und so weiter. Ja, nein, es ist eigentlich schon so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Du bist zufrieden? Genieß jetzt dein Essen hier? Genieße jetzt mein Essen, ja. Nein, super cool. Ich glaube, ich habe jetzt einen erhöhten Testosteronspiegel. Nee, nicht ganz. Wir Frauen, wir stehen auch auf Autos, Anzüge, Zigarren. Aber einige schöne Dinge, die lassen wir noch den Männern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Freakish.